Sprechstunde vom 20.01. haben wir gemacht. Heute eine Figur. Wir zeigen es erstmal, damit gleich die Einzelheiten. Wir haben 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8, 9 und 10. Einmal das gleiche aus der anderen Richtung. Und 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, wir haben die Dame erstmal über einen Reverse Whip reingeführt und dann haben wir gesagt, wir machen schnelle Schritte und bleiben ganz klein und drehen sofort nach der 4 weiter, dass wir den Schwung einfach nutzen. 1, 2, 3, 4 und 5. Von hier. Der Follower dreht in die Hand vom Leader rein mit der Hüfte, sonst funktioniert hier die Spannung nicht. Ich rotiere mich selber ein und habe genug Schwung, um dann zu drehen. Aber für den Follower haben wir angesprochen. Wir haben entweder 1, 2, 3, 4 und 5 Arme an der Seite oder Arme oben. Eigentlich egal, Hauptsache nicht hier unten. Oder hier. Will keiner sehen, schaut nicht, wie das mache ich groß, mache ich schön. Beim Drehen entweder Arme, damit der Partner sowas nicht macht, entweder Arme nah am Körper oder, Arme von hier einfach hochbringen. Und dann ist der Partner außer Gefahr. Wir haben einmal hin und her geschunkelt noch, eine Variation gemacht. Mal 1, 2, 3, 4 und 5. Der Leader, hat einen Schieb, dreht nicht mehr weiter, sondern bewegt sich einfach nur, wo es verlagert sein Gewicht von einem Bein aufs andere. Und ich rotiere aber jedes Mal in die Hand hinein, dass ich weiterdrehen kann. Ja, also für den Leader ganz wichtig, entweder parallel zum Partner bleiben oder den Oberkörper nehmen in die Drehung. Dann weiß der Follower, es wird gedreht. Vielen Dank, viel Spaß mit Ihnen. Danke. Danke.